Ja, ich hatte erst angefangen mit einem Fiberglas Board. Das hat mir meine Mutter geschenkt. Und ich bin aber einfach nur immer die Straße runter gefahren. Aber ich habe dieses Fiberglas Board. Erstmal wusste ich nicht so richtig, aber dann habe ich das doch sehr lieb gewonnen mit der Zeit. Es hatte so eine amerikanische Fahne auf die Oberfläche. Und später habe ich es dann auch, dann wurde ich älter, irgendwie, da war ich dann schon aufs Gymnasium gegangen. Dann hatte ich einen Mitschüler, der konnte sehr gut zeichnen, das war der Thorsten Krechern. Der hat mir das dann auch bemalt auf der Rückseite. Aber diese Fiberglasboards, die sind eigentlich nur so für so Kinder, die halten nichts. Ist mir dann auch irgendwann, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, entweder ist es mir zerbrochen oder irgendwie war es dann irgendwann weg. Und ich hatte dann ein so zum selber zusammenschrauben mit ich weiß gar nicht mehr, Rollen von Santa Cruz und Achsen, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Und mein Deck war von Santa Monica Airlines irgendwie T-Boat oder so. Und später hatte ich das Danny Way Deck von H Street gehabt. Ich konnte aber nie irgendwie besonders gut fahren. Also ich bin nie Pool gefahren. Doch einmal bin schon Pool gefahren, aber ich konnte da nicht wirklich was. Ich bin eigentlich mehr so Street gefahren und ich konnte einen Ollie Kickflip und so Sachen, aber ich glaube, dass es sehr wichtig war für mein Ästhetikempfinden, weil es ja auch so chronologische Sachen geht, wie man jetzt sowas aufbaut. Da gab es diesen super guten Skateboardfahrer, ich glaube, der hieß Rodney Mullen. Der ist irgendwie bei so einer Weltmeisterschaft reingefahren und hat mit so einem relativ bescheidenen Showit seine Kür quasi angefangen. Das hat uns alle immer sehr beeindruckt. Ich habe dann noch so Skateboard-Videos angeschaut und so. Das war halt so interessant bis 16, 17. Und dann hat sich das irgendwie vernachlässigt. Ich denke, es gibt eine grundlegende Verbindung zwischen Kunst und Skateboard. Es geht ja auch darum, wie das ausschaut, wenn man jetzt einen Trick besonders gut macht oder auch wenn man nur einfach mit dem Skateboard rollt, ist ja auch wichtig, wie man drauf steht. Ich freue mich sehr, dass ich dass ich ein Skateboard machen darf für The Skate Room, weil wie ich damals halt schon selber Skateboard gefahren bin, habe ich mir halt auch immer überlegt, wie soll jetzt so ein Skateboard gut aussehen und die Auswahl des Skateboards. Es gibt natürlich auch Entscheidungen, die geprägt sind von einfach so technischen Dingen. Ist es wie konkav, ist das Brett, ist es, hier habe ich ja auch eins, das ist jetzt so ein neues Skateboard, früher wie ich gefahren bin, waren die nicht so symmetrisch. Also da war, gab es eine klare Nose und ein klares Tail.
Und aber das sieht sehr gut aus, finde ich. Also so vom Shape her. Also man guckt, wie der Shape ist vom Skateboard. Das hat natürlich Gründe, dass man, wie man das braucht für sein Fahren. Und dann ist natürlich auch wichtig, wie es von unten aussieht. Oben ist ja immer der Grip Tape Belag drauf, von daher sieht es immer irgendwie gleich aus von oben, und von unten ist es halt wichtig, wie es aussieht. Und ich hatte damals das Danny Way Deck von H Street, was sehr mi minimalistisch war. Also das war nicht so krass verrückt, sondern so eher sehr zurückhaltend. Es war Naturholz und dann war es grün-schwarz darauf, wo dann so ein Pfeil war, wo dann Danny Way auf Danny Way verwiesen war. Es gab ja immer einen Skateboardfahrer, der für ein Skateboarddeck stand. Ja, also ich habe mir überlegt, also die Skateboards, die ich mache, die sollen so ein bisschen aus meinem Werk rauskommen. Also es gibt eine ganz starke Verbindung zu meinen Leinwandarbeiten, zu den Skateboardarbeiten hin. Ich habe dieses Skateboard jetzt das Tonband bespielt mit einem Lied von den Ärzten. Ich wäre gern Madonnas Dickdarm, heißt das. Das ist ein bisschen peinliches Lied vielleicht, aber ich habe das halt als Jugendlicher gehört, und es gibt in dem Lied eine Referenz zu Saarbrücken, wo ich aufgewachsen bin. Und auch zum Skateboard, wenn man sich dann den Liedtext anschaut. Und deswegen habe ich dieses Stück gewählt. Das ist auf dem Kassettentonband drauf aufgespielt. Das ist eine Information, die man jetzt nicht nachvollziehen kann, aber die dann jetzt auf dem Band drauf ist, so wie das bei meinen Bildern eben auch so ist. Also es gibt immer zwei Decks, die ich zeitgleich bearbeite oder auch bearbeiten lasse. Also erst wird hier die Unterseite des Decks mit einem Kleber, mit einem Film quasi bestrichen, dass die ganze Oberfläche klebt. Wenn man genau schaut, sieht man hier auch noch die Pinselspuren vom Auftragen des Klebers. Dann klebt alles. Dann suche ich ein spezielles Kassettenband aus, das wir vorher getestet haben, wie es sich verhält. Dann wird es bespielt, in dem Fall mit Madonnas Dickdarm. Und dann werden die Bänder einzeln Band für Band abgezogen und auf das andere Skateboard geklebt. Somit entsteht dann ein Positiv, wenn man dieses hier als negativ sehen möchte. Und beide Skateboards zusammen bilden dann so eine Stereo-Abstraktion mit dem gleichen Lied. Ich kannte tatsächlich The Skate Room schon, als Lisa Boulet von der Galerie Almin Recht dann auf mich zukam, weil ich war auch schon in dem Raum drin. Die waren um die Ecke von der Galerie Almin Rech in der Rue d'Abbaye.
Und der Johannes Fricke Waldhausen, ist ein gemeinsamer Freund von The Skate Room und mir, hat mir davon schon erzählt und ich fand das auch immer interessant. Aber irgendwie hat man sich dann aus den Augen verloren oder es kam auch nie zu irgendwas und jetzt habe ich mich umso mehr gefreut, dass das Gate Room über die Lisa Boulet auf mich zugekommen ist und sich jetzt auch ein Skateboard machen darf. Ich finde es so gut, dass man dass man Einnahmen dann damit was Gutes macht. Das gibt ja auch irgendwie ein gutes Gefühl. Und was dann wirklich gut ist, da vertraue ich den Leuten von The Skate Room, die sich damit befassen und beschäftigen, aber auch wie die Leute von The Skate Room da waren, die haben mit mir gesprochen und mir erklärt. Skateboarding hat auf jeden Fall die Kraft, Leben zu verändern, aber die Kunst natürlich auch. Vielleicht die Kunst nochmal auf eine subtilere Art und auch ist Kunst sowas, was jeden erreichen kann. Ja, für mich ist es dann halt auch sofort so was Skulpturales, weil die Leinwand ist halt so mehr so für die Wand konzipiert, während hingegen das Skateboard sowohl für den Raum als auch für die Straße hauptsächlich konzipiert ist. Und wenn man dann mit einem Skateboard fährt, ist es ja auch so ein bisschen so ein geheimes Bild. Also man sieht das Bild ja gar nicht beim Skateboard, weil es ist ja quasi wie das Innenfutter eines Anzugs, wenn man so möchte. Und man sieht es halt nur, wenn man gerade mal eben hochspringt und man dann die Gelegenheit hat, das von unten zu sehen oder wenn man irgendwie es auf falsch rum hinlegt, dann sieht man das Bild von dem Skateboard. Das gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Die Erfahrungswerte, die ich mir bisher erarbeitet habe, setze ich einfach um auf die Skateboards auch. Dann weiß ich halt immer noch nicht genau, wie das Motiv dann aussieht. Das ist halt immer so einen Sprung ins kalte Wasser und dann sehe ich halt erst, wenn wir das Tonband abgezogen haben und aufgeklebt haben, wie es tatsächlich aussieht. Wir machen zwar im Vorfeld Tests, dass ich weiß, wie sich das Band verhält, aber wenn man so ganz spontan das pinselt, weiß man ja auch noch nicht, wie es aussieht, zumal ja das Fixativ transparent ist und ich das dann nicht sehe. Jetzt hier zum Beispiel bei dem Skateboard sehe ich gerade, ist hier das Fixativ runtergelaufen. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Und dann glaube ich, dass ich auch hier was mehr gemalt habe, wo aber das Fixativ sich nicht mehr im Pinsel gespeichert hat. Und dass das dann so schön so abge fetzt aussieht, es entsteht durch das Verfahren. Aber es wird auch nicht so richtig gesteuert. Ja, doch, ich glaube, ich wäre schon auch ein Künstler ohne Musik. Ich habe ja, also wobei Musik beeinflusst uns ja das ganze Leben über, wenn man schon als Kind aufwacht, haben die Eltern das Radio an. Also es ist einfach, ein Leben ohne Musik ist eigentlich nicht vorstellbar in dem Sinn. Aber ich für meinen Teil habe ja auch quasi erstmal Malerei studiert und habe einfach erstmal Bilder gemalt. Ich habe natürlich immer schon Musik gehört beim Malen und so weiter.
Also irgendwie ist es jetzt schwierig, da was zu sagen, weil Musik sind ja auch einfach Geräusche, wenn man so möchte, und das ist ja wie Luft. Ich freue mich sehr, dass ich die Ausstellung in der Kunsthalle Praha machen kann, weil ich da jetzt verschiedene Aspekte meiner Arbeit zusammenbringen kann. Somit auch, es gab zum Beispiel, ich habe das immer als Trilogie begriffen, meine Ausstellung bei Eventrup 2018, ein Zimmer im Raum. Dann gab es die Ausstellung bei Perrotin, New York. In meiner Wohnung gibt es viele Zimmer, bis hin zur Ausstellung bei Armin Rech 2019, der Raum ist die Miete. Ohne dass ich das bewusst entschieden habe, aber weil die in so einer engen Zeitspanne zusammengefallen sind, haben diese Arbeiten, die dafür entstanden sind, alle irgendwie diesen starken Wohnungsbezug zu mir. Und die Skateboard Release mit The Skate Room wird stattfinden am 6. Dezember, das ist ein Dienstag in Prag zum Nikolaus. Wir bauen auch meinen Ausstellungsraum zu Gorski-Shows nach für die Ausstellung in Prag. Maßstab genauso groß wie er ist, 1 zu 1. Und wir bilden dann verschiedene Ausstellungen, die in diesem Ausstellungsraum stattgefunden haben, nochmal nach. Und jeweils wird das dann begleitet, der Eröffnungsabend in der Ausstellung mit Konzerten von dem Label, was ich mit meiner Freundin zusammen mache, Zugorski Records. Dann gibt es Konzerte, also einmal zur Eröffnung von Paar. Und am 6. Dezember ist dann die Ausstellung von Frieder Böhnisch und wir releasen die Skateboards von The Skate Room. Dolores von Anne ist im Moment gerade eins meiner Lieblingslieder. Ich habe ja auch nach dem Lied eine ganze Ausstellung konzipiert, jetzt bei Perrotin in Shanghai. Dann würde ich sagen, Pa ist immer noch eins meiner Lieblingslieder. Ich war irgendwie doch so schlecht vorbereitet jetzt mit den Fragen. Gestern war ich jetzt auf dem Bauhaus-Konzert, ne? Es ist auf jeden Fall das Handy. Das ist ja so ein universales Tool, muss man leider sagen und sich eingestehen. Es ist ja der Gesprächspartner, jedermann quasi. Es ist auch mein Schach-App, meine Musik höre ich auch mit dem Handy. Also alles mache ich mit dem Handy, wenn der Akku alle ist, ist halt wirklich schlecht. Man kriegt ja auch seine Orientierung mit dem Handy, mit den Karten, die man aufruft. Also es ist wirklich, das Handy ist es leider wirklich sehr wichtig. Und dann dementsprechend natürlich das Ladegerät, weil man denkt so, das sei nicht wichtig, aber wenn dann das Handy ausgeht, dann ist man wieder aufgeschmissen. Und was ist der dritte Gegenstand? Vielleicht Kleidungsstücke, weil man muss ja irgendwie angezogen sein. Ja.
Danke. Gerne.